In diesen Sekunden hat begonnen Ingo Kramer hier am Podium, am Rednerpult im Hotel Maritim in Berlin-Tiergarten. Damit ist er und eröffnet den Arbeitgebertag 2014. Das schauen wir uns jetzt live an. Von absolutem sicherem Bestand. Die völkerrechtswidrige, mit militärischer Gewalt erzwungene Annexion der Krim läuft nicht auf irgendeinem fernen Kontinent ab, sondern bei uns in Europa. Und auch der Rückfall in mittelalterliche Barbarei durch brutale Killer und Terroristen, die sich islamischer Staat, muss ich das mal durch den Kopf gehen lassen, Staat, islamischer Staat nennen, spielt sich direkt vor unserer, vor Europas Haustür ab. Meine Damen und Herren, das alles berührt natürlich auch die Menschen in unserem Land und damit auch die Unternehmer, uns als Unternehmer. Ohne Einhaltung des Völkerrechts ist auch globale, nachhaltige und kalkulierbare Geschäftstätigkeit von Unternehmen nicht wirklich möglich. Natürlich fragt sich jeder Geschäftsmann, werden politische Reaktionen auch mein Geschäft beeinflussen, beeinträchtigen? Und natürlich treffen wirtschaftliche Situationen auch Unternehmen und Arbeitnehmer, die nichts mit den Ursachen der jeweiligen Krise zu tun haben. Aber lassen Sie mich das bitte heute auch mit der gebotenen Deutlichkeit sagen. Wenn es um Fragen von Frieden und Freiheit geht, also um grundlegende Prinzipien unseres zivilisierten Verhaltens unter den Völkern, dann muss das Primat der Politik gelten. Gerade auch im Interesse der Wirtschaft, die auf Rechtsstaatlichkeit in ihren Handelsbeziehungen und bei ihren internationalen Investitionen angewiesen ist. Unsere Grenzen können auch keine Sicherheiten für unsere Investitionen darstellen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, bei der Bewältigung ökonomischer Krisen sind wir dagegen gefragt. Und schlecht haben wir nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise doch die Herausforderung für unsere Unternehmen nun wirklich nicht gemeistert. Gemeinsam mit unseren Sozial- und Tarifpartnern und in einem ganz zielgerichteten Zusammenwirken mit der Politik damals. Vielerorts und weit über Europa hinaus beneidet man uns geradezu dafür. Und in der Tat ist Deutschland wirtschaftlich stark. Wir haben in Deutschland derzeit so viele Erwerbstätige wie niemals zuvor, nahezu 43 Millionen Erwerbstätige. Unsere Unternehmen sind stark und global wettbewerbsfähig. Wir stehen in der Spitzengruppe der weltweit führenden Exportnationen. Und Deutschland ist auf einem guten Weg, die Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen. Die Schuldenquote sinkt und die Bundesregierung sollte sich von niemandem irre machen lassen. Der Kurs ist richtig. Nicht die schwarze Null allein ist doch das Ziel, sondern ein niedrigerer Schuldenstand ist unser Ziel. Von der 60-Prozent-Quote laut Maastricht sind wir noch ein Stück entfernt. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung, der Finanzminister machen in einer guten Zeit nur das, was wir in den Unternehmen auch tun. Wir erhöhen das Eigenkapital und senken die Schuldenquote, um in schwierigeren Zeiten auch wieder Luft zu haben. Also, wir müssen uns fragen, wie zukunftsfest ist nun die Basis dieser von mir geschilderten Erfolgsbilanz. Die Signale der letzten Monate sind eindeutig. Die Konjunktur trübt sich ein, erheblich. Und wir haben auch strukturelle Probleme in unserem Land. Wir können uns nicht mehr erlauben, nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Viel zu hohe Energiekosten. Wieder zunehmende Regulierung und Gängelung und viel zu hohe langfristige Belastungen unserer Sozialsysteme. Konjunkturell hat die Abschwächung doch drei klare Gründe. Erstens die geopolitischen Risiken einschließlich der Wachstumsschwäche der Schwellenländer. Zweitens
die nur langsame wirtschaftliche Entwicklung der EU und ihrer Krisenstaaten. Und drittens die politischen Entscheidungen im ersten Halbjahr 2014. Bei den beiden ersten Positionen haben wir vergleichsweise wenig Möglichkeiten der Einflussnahme oder der eigenständigen Veränderung dieser Situation. Aber bei dem dritten Punkt, der politischen Entscheidungen im ersten Halbjahr, handelt es sich ausschließlich um hausgemachte Probleme. An der Stelle können wir auf niemanden anderes mit dem Finger zeigen aus Deutschland heraus. Diese hausgemachten Probleme haben sicher, ganz sicher nicht unser Wachstum gefördert oder die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert. Verteilung und Regulierung standen im Vordergrund. Rente mit 63, Mindestlohn, Sie kennen das alle, sind die Beispiele nur dafür. Das hat viel Unsicherheit in den Unternehmen gebracht und Investitionen gebremst, obwohl die konkreten Auswirkungen noch gar nicht sichtbar sind. Aber die Unternehmen merken sehr wohl, dass zusätzliche Belastungen auf sie zukommen werden und gerade Zusatzlasten mit Langfristwirkung sind Gift für Investitionen, für Wachstum und Arbeitsplätze. Meine Damen und Herren, wenn wir Wachstum der Wirtschaft wieder stärken wollen, dann brauchen wir Sicherheit, vorrangig Sicherheit für den Rest der Legislaturperiode. Wir brauchen ein Belastungsmoratorium. Der Koalitionsvertrag enthält nämlich noch eine ganze Reihe von Regulierungsprojekten und Vorhaben. Weitere Regulierung der Zeitarbeit und von Werkverträgen stehen im Raum. Neue Rechtsansprüche auf Freistellung der Arbeitnehmer. Neue Bürokratie durch Frauenquote, Eltern, Pflegezeit und auch ein neues Entgeltgleichheitsgesetz. Das sind doch nur einige Beispiele. Wer jetzt Wachstum Priorität geben will, sollte all diese Projekte erst einmal streichen. Keine weitere Regulierung und Verteilung zulasten der Wirtschaft ist nötig. Wir brauchen für den Rest dieser Legislaturperiode ein Belastungsmoratorium und damit letztendlich Sicherheit für unsere Arbeitsplätze. Ich sehe bei den führenden Repräsentanten der Großen Koalition allerdings erste Signale einer Umkehr im Denken. Es wäre gut, wenn die Koalition nun ein deutliches Signal geben würde, weitere Regulierungen zulasten der Wirtschaft zu unterlassen. Und ich bin sicher, das gäbe wieder den notwendigen Schub für Investitionen und Wachstum in unserem Land. Meine Damen und Herren, derzeit wird viel über ein neues Projekt, über eine neue Entwicklung unter dem Titel Industrie 4.0 als zukünftige Herausforderung gesprochen. Moderne IT-Technologie, Internet und industrielle Fertigungsprozesse wachsen immer weiter zusammen. Was in der Wirtschaft digitalisiert werden kann, meine Damen und Herren, das wird digitalisiert, ob mit uns oder ohne uns. Wir sollten bestrebt sein, es selber zu gestalten. Das wird auch die Arbeitswelt weitgehend verändern. Digital vernetzte Produktionsprozesse werden arbeitsteiliger denn je. Deshalb wird es künftig in der Wirtschaft 4.0 auch mehr Werkverträge geben. Wir werden durch Digitalisierung mehr integrierte Zulieferer und IT-Dienstleister als bislang haben. Nicht, weil dort die Löhne niedriger sind, tendenziell gilt sogar übrigens ganz das Gegenteil, sondern weil es aus Gründen der Spezialisierung mehr Outsourcing geben wird, auf eng vernetzte Zulieferer und Dienstleister, und zwar noch verstärkter grenzüberschreitend. Also die Frage müssen wir uns stellen, können wir uns diesem Prozess entgegenstellen oder auch nur verhalten ihn befördern, weil wir auch wieder mit Ängsten, Stichwort Werkverträge, zu tun haben? Oder befördern wir das, weil es so oder so kommt und sich die Frage nur stellt, kommt es mit uns oder ohne uns? Und ich möchte, dass wir diese Prozesse, die wir technologisch beherrschen, auch in der Hand behalten.
Und deshalb ist es in der Folge auch völlig abwegig, wenn die Politik glaubt, Werkverträge einschränken zu können. Das ist nämlich rückwärtsgewandt. Wir brauchen mehr Flexibilität, gerade in zunehmenden Zeiten der Unsicherheit, und nicht weniger. Auch beim Thema IT-Dienstleistungen, sonst fallen wir zurück. Die Unsicherheit, die der Koalitionsvertrag mit seinen Aussagen zum Werkvertrag verursacht hat, diese Unsicherheit muss weg. Meine Damen und Herren, und ich weiß ziemlich genau, wovon ich hier spreche. Mein eigenes Unternehmen, von meinem Großvater gegründet, macht seit über 100 Jahren nahezu nichts anderes als Werkverträge. Man muss es der Politik immer wieder erklären, weil sie es scheinbar nicht weiß. Ein Werkvertrag ist nichts anderes als das Erbringen einer Dienstleistung, einer Produktion auf der Baustelle des Kunden beim Kunden, im Gegensatz zum Liefern über den Ladentisch. Und ein Anlagenbauunternehmen wie meines hat seine Wertschöpfung auf den Baustellen seiner Kunden. Und damit ist an jeder dieser Aufträge ein Werkvertrag. Das ist klassische Arbeitsteilung. In meinem Büro, der eine oder andere hat mich hier in Berlin schon besucht, steht ein Schiffsmodell, was ich von zu Hause mitgebracht habe. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Heimat. Es ist einer der letzten Hecktrawler, die in Bremerhaven gebaut wurden, mit dem Namen Bremen, Heimathafen Bremerhaven. Na, Sie werden verstehen, dass ich sowas gerne habe. 1972 gebaut. Die Hydraulikrohrleitung für all die Aggregate, die die Winden und so weiter dort bedienten, wurden zu meines Vaters Zeiten von meinem Vater mit unserem Unternehmen gebaut. Und nicht, weil wir billiger waren. Denn meine Mitarbeiter und damals auch unterliegen dem gleichen Tarifvertrag wie die in der Metall- und Elektroindustrie wie die Werftmitarbeiter. Nein, weil wir spezialisiert sind auf diesem Gebiet. Weil wir es schlicht und einfach diesen Teil besser konnten, haben wir den Auftrag bekommen und nicht die Rohrleitungsbauer der Werft. Das ist Arbeitsteilung und so geht es in Raffinerien, in Kraftwerken, so geht es im IT-Bereich, so geht es auf der ganzen Welt. Und dieses zu regulieren, heißt die Flexibilität der deutschen Wirtschaft einzuschränken. Das können wir uns nicht erlauben, wenn wir in der Welt weiterhin mitwirken wollen. Und lassen Sie sich nicht erzählen, es ginge dabei nur um die Unternehmer. Werkverträge sind die Existenzgrundlage für mein Unternehmen, ja, wie für viele andere auch, aber auch für meine Arbeitnehmer und ihre Familien. Man darf sie nicht diskreditieren. Man darf nicht diskreditieren, was hochbezahlte, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze sichert und was wir in Zukunft eher mehr als weniger gebrauchen werden. Meine Damen und Herren, für Wirtschaft und Gesellschaft ist das Zeitalter 4.0 eine erstklassige Breitbandinfrastruktur überall nötig. Das brauchen wir da. So wie die industrielle Revolution Straßen- und Eisenbahnlinien benötigt hat, braucht die digitale Revolution hochwertige Datenautobahnen. Und wir brauchen Unternehmen, die in der globalen Dimension der IT-Wirtschaft mitmischen können. Dazu muss man auch eine Größe deutscher und europäischer Unternehmen zulassen, die diese globale Rolle auch spielen können. Auch da haben wir in Deutschland, in Europa eine Veränderung erforderlich, was den Regulierungsbedarf angeht. Wenn wir Konkurrenz nur unter innerdeutschen oder innereuropäischen Gesichtspunkten betrachten und daran, ich sage mal, Kriterien wie das Kartellrecht ausrichten, dann werden wir auf dem Weltmaßstab mit diesen Unternehmen nicht die Geltung erreichen, die wir technologisch, die wir von der Forschung her erhalten könnten. Und das müssten wir erwarten und einfordern. Meine Damen und Herren, das Gleiche, kein Grund zur Furcht, aber Basis für zusätzliche Chancen, gilt im Übrigen auch für das transatlantische Handels- und Investitionsschutzabkommen TTIP genannt. Gegen das so oft, ohne Rücksicht auf Fakten, besonders in Deutschland, ganz heftig polemisiert wird. Was ist Fakt? Für die beiden größten Wirtschaftsräume der Welt, mit den zugleich höchsten Sicherheits-, Umwelt- und Sozialstandards weltweit, USA und Europa, wird über einen Vertrag verhandelt, um unnötige
gegenseitige Barrieren für Handel und Investitionen wegzuräumen. Ausdrücklich unter Wahrung des hohen Niveaus der jeweiligen Schutzstandards. TTIP bietet, wie zig andere zuvor geschlossene Freihandelsabkommen mit der halben Welt zuvor übrigens, gerade für uns als Exportnation große Chancen für zusätzlichen Absatz, für die Sicherung oder gar Steigerung heimischer Beschäftigung. Meine Damen und Herren, wir dürfen uns die Deutungshoheit über solche für Deutschland und Europa chancenreiche Vorhaben, die dürfen wir nicht Angstmachern und Ideologen überlassen. Wir müssen uns selbst mehr in die öffentliche Diskussion sachlich aufklärend einbringen. Bei TTIP geht es um faire Spielregeln im transatlantischen Handel und nicht um die Absenkung von Standards und Schutzrechten. Das Zusammenführen unserer weltweit höchsten Standards kann maßstabbildend für die Weltwirtschaft sein. Fast 1 Milliarde Menschen würden am Ende eines solchen Abkommens in einem miteinander verbundenen Wirtschaftsraum zusammenhängen, Nordamerika und Europa. Das ist eine Dimension, wie sie einzelne Volkswirtschaften im Osten haben. Und diese Kraft, die verschenken wir wegen Sorgen, die Begriffe wie Chlorhühner beinhalten. Meine Damen und Herren, es geht um die Zukunft auch unserer Volkswirtschaft und die Zukunft, ob wir die Fähigkeiten, die wir in unserer Industrie haben, weltweit miteinander teilend noch stärker einsetzen können als in der Vergangenheit. Ich plädiere dringend dafür, die Diskussion über TTIP mit weit mehr Besonnenheit und vor allen Dingen Weitblick zu führen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wenn wir die Chancen, die sich unserem Land durch Digitalisierung, technische Entwicklung und weltweite Vernetzung eröffnen, nutzen wollen, brauchen wir genügend geeignete Fachkräfte und ein Bildungssystem, das die Menschen gezielt und erfolgreich für die anstehenden Herausforderungen auch dann qualifiziert. In einer Phase des zunehmenden demografischen Wandels brauchen wir keine weiteren Anreize für Frühverrentung, wie die Teilrente mit 60 aktuell. Was wir aber dringend brauchen, sind Verbesserungen im Bildungssystem. Lassen Sie mich einige zentrale Herausforderungen benennen. Nicht in jeder Kindertageseinstellung gibt es ausreichende und angemessene Bildungsangebote. Die frühe Förderung von Kindern ist jedoch ganz entscheidend für die gesamte weitere Bildungsbiografie der einzelnen Kinder. Die Schulen fühlen sich ihren wachsenden Aufgaben, wie etwa der Inklusion von Menschen mit Behinderungen und dem Ausbau von Ganztagsschulen, fast überall allein gelassen. Aber 70% der Eltern wünschen sich eine Ganztagsschule, doch nur knapp jedes dritte Kind besucht eine Schule mit Unterricht oder Betreuung am Nachmittag. Zu viele Jugendliche, laut PISA-Studie, immer noch knapp 20% verlassen die Schule ohne die notwendige Ausbildungsreife. Meine Damen und Herren, das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. 20% eines jeden Jahrganges in Deutschland. 1,3 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren haben zurzeit keinen Berufsabschluss. Die Hälfte von ihnen ist arbeitslos. Meine Damen und Herren, die Wirtschaft fordert nicht nur, nein, wir handeln auch. Eine Seite zu viel. Die deutschen Unternehmen haben stets über ihren eigenen Bedarf hinaus ausgebildet. 80% aller ausbildungsberechtigten Betriebe bilden kontinuierlich aus. Schon das 6. Jahr in Folge gibt es mehr unbesetzte Lehrstellen als unversorgte Jugendliche. Und mehr Schüler und vor allem auch mehr benachteiligte Jugendliche für eine Ausbildung im Betrieb zu begeistern, dafür bieten wir über unser Netzwerk Schule Wirtschaft jeder interessierten Schule für die Berufsorientierung
Partnerunternehmen an. Jungen Erwachsenen ohne Schulabschluss bieten unsere Betriebe zweite Chancen an, zum Beispiel über Teilqualifikationen, die bis zum Abschluss einer Ausbildung führen können. Meine Damen und Herren, Schule, Hochschule, berufliche Ausbildung sind mir wichtig. Kein Sozialsystem wird später reparieren können, was wir jetzt in der Bildung versäumen. Das ist womöglich langfristig unser allerwichtigstes Standortthema. Wir müssen uns diesem Thema mit viel mehr Energie, jawohl auch mit mehr Geld widmen. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch eine Ergänzung machen. Wir reden in Deutschland sehr viel darüber, wen wir aus dem Ausland alles nicht haben wollen und wo die Probleme herkommen und wie schwierig das wäre, sie in den Gemeinden und Landkreisen unterzubringen. Wir müssen anfangen, mehr darüber nachzudenken, wen wir in Deutschland haben wollen, als wen wir nicht haben wollen. Wir müssen uns konzeptionell Gedanken machen, wie wir die Richtigen zu uns bekommen. Denn die 43 Millionen Menschen, erwerbstätig zurzeit, eingangs erklärt, werden 2030 nicht mehr zur Verfügung stehen. Die geburtenstarken Jahrgänge sind in die Rente gegangen, jetzt auch noch vorgezogen, und der Nachwuchs kommt in geringerer Stärke. Und auch was wir uns vornehmen im Bildungsbereich, diejenigen, die noch nicht ausbildungsreif sind, auch in das System hineinzubringen, ihnen eine Ausbildung zu vergönnen, denn man kann keiner erzählen, dass sie nicht ausbildungsfähig wären, dass 20% eines Jahrganges nicht in der Lage wären, eine Berufsausbildung zu machen. All das wird nicht langen, um 43 Millionen Erwerbstätige in Deutschland zu halten, die dann auch die noch größer gewordene Rentnerzahl mittragen können. Also wir brauchen Zuwanderung aus dem Ausland. Deutschland wird ein Zuwandererland sein müssen und muss sich dieser Situation klar werden, es sei denn, wir verzichten darauf und sind auch mit unter 40 Millionen Erwerbstätigen in 10, 15 Jahren zufrieden. Ich möchte das nicht, ich glaube, die meisten hier im Saal auch nicht. Das heißt aber, wir müssen in unserem auch sehr persönlichen Umfeld viel stärker dafür werben, mehr Offenheit für ausländische Zuwanderer zu haben. Ja, ich meine auch die, die in Not zu uns gekommen sind. Denn was die hinter sich gebracht haben, setzt so viel Initiative voraus. Das sind nicht immer die Schwächsten ihrer Länder. Meine Damen und Herren, wir müssen etwas dafür tun, dass Deutschland in Zukunft auf jedem Gebiet genügend Fachkräfte hat. Meine Damen und Herren, als Sie heute Morgen hier reinkamen, wurden Sie draußen schon begrüßt. Das ist immer gut, man wird wahrgenommen. Also lassen Sie mich zum Thema Tarifautonomie kommen. Meine Damen und Herren, dass die funktionierende Tarifautonomie ein wesentlicher Standortvorteil unseres Landes ist, ist nicht nur unsere Überzeugung. Ich erlebe es immer wieder im Gespräch mit unseren Partnerverbänden in Europa, die uns dann bewundernd fragen, sagt ihr, wie macht ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Nach dem totalen Zusammenbruch Ende der 40er Jahre gemeinschaftlich ein Land zu dieser Stärke aufgebaut zu haben, ohne dass wir davon hören, dass permanent die Wirtschaft stillstand. Wie schafft ihr das? Aber in den letzten Monaten ist diese Tarifautonomie, die ein wesentlicher Grundstein unseres Prinzips der sozialen Marktwirtschaft ist, nämlich miteinander nach Lösungen zu suchen und die Konfrontation nur zur Lösungserreichung einzusetzen. Also in den letzten Monaten ist die Tarifautonomie erheblich beschädigt worden. Das macht mir Sorgen. Mit dem gesetzlichen Mindestlohn, erster Schritt, werden ab dem 1. Januar 2015 viele regionale laufende Tarifverträge schlicht und einfach außer Kraft gesetzt, zum Beispiel im Hotel- und Gaststättengewerbe und in der Ernährungsindustrie und in den östlichen Bundesländern. Das wird sich rächen und das wird auf dem Arbeitsmarkt Spuren hinterlassen. Und genauso wird die Tarifautonomie durch tarifeinheitswidrige Streiks ramponiert,
die wir in letzter Zeit erlebt haben. Was zum Beispiel die GDL aus machtpolitischem Egoismus, meine Damen und Herren, um nichts anderes geht es, aufführt, ist ein Vorgeschmack auf das, was uns blühen würde, wenn wir dieser Art der Zerstörung gut funktionierender Tarifpartnerschaft freien Lauf ließen. Wenn eine kleine Minderheit sich der Kooperation mit der Mehrheit verweigert, aber jederzeit den ganzen Betrieb stilllegen kann, dann dürfen wir dabei nicht weiter zusehen. Meine Damen und Herren, ich habe die begründete Hoffnung, dass wir heute zum letzten Mal auf einem Arbeitgebertag, nachdem unser Ehrenpräsident vor 4 Jahren eine entsprechende Initiative schon gestartet hatte, also dass wir das letzte Mal auf einem Arbeitgebertag die gesetzliche Wiederherstellung der Tarifeinheit, wie sie bis 2010 wie selbstverständlich in Deutschland galt, anmahnen müssen. Die Bundesregierung hat endlich einen Gesetzentwurf vorgelegt, der in wesentlichen Teilen dem gemeinsamen Vorschlag von BDA und DGB entspricht. Er beendet den unhaltbaren Zustand der Konkurrenz von mehreren Tarifverträgen für ein und dieselben Beschäftigten in ein und demselben Betrieb. Ein Unternehmen ist immer auch ein Solidarverbund. Unternehmer und Arbeitnehmer, Unternehmensführung und Betriebsräte, Lieferanten und Kunden müssen verlässlich zusammenarbeiten können. Wenn das permanent gestört werden kann, funktioniert die Tarifautonomie nicht, das Unternehmen nicht, der Arbeitsplatz nicht und die Kundenbeziehung auch nicht. Meine Damen und Herren, wir werden mit einem Gesetz zur Tarifeinheit nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Nicht einmal alle Probleme des Tarifrechts. Aber wir werden und müssen dem Grundsatz Geltung verschaffen, dass erstens immer nur ein Tarifvertrag für ein und die gleiche Arbeitnehmergruppe eines Betriebes gilt und zweitens nicht jederzeit jede Minderheit einen eigenen Tarifvertrag verlangen kann, obwohl schon ein Tarifvertrag für die betroffenen Arbeitnehmer mit der Mehrheitsgewerkschaft besteht. Das sind die beiden zentralen Elemente, die 60 Jahre lang in Deutschland Bestand hatten, bis das Bundesarbeitsgericht festgestellt hat, dass die Tarifeinheit nicht hinreichend gesetzlich geregelt sei. Diese gesetzliche Regelung stellt der Gesetzgeber jetzt gerne wieder her. Die Koalitionsparteien haben das in ihrem Wahlprogramm angekündigt und in ihrem Koalitionsvertrag auch ausdrücklich so geregelt. Die Bundeskanzlerin hat uns das hier zugesagt und wir dürfen heute dankbar feststellen, dass ihr Wort auch in Sachen Tarifeinheit nachdrücklich gilt. Ich danke ausdrücklich auch der Bundesarbeitsministerin, dass sie in dieser Frage klar und unmissverständlich die Gesetzesinitiative angeht, gemeinsam mit den beiden Verfassungsressorts und ihren Ministern de Maizière und Maas. So wie die Tarifeinheit 60 Jahre lang verfassungsrechtlich unter dem gleichen Grundgesetz Artikel 9 gegolten hat, wird sie auch in Zukunft gestaltet und gelebt werden. Aber was wir unbedingt wollen, das ist nicht mehr und nicht weniger, als dass die Tarifautonomie auch in einer sich stärker individualisierenden Gesellschaft und in einer global arbeitenden Wirtschaft zukunftsfähig sei. Es wird auch in Zukunft kleine Gewerkschaften geben. Und sie werden überall da, wo sie einmal Gewerkschaft sind, auch weiter Tarifverträge abschließen. Aber, meine Damen und Herren, der Satz, den mir mein Geschichtslehrer in der 9. Klasse gesagt hat, gilt: Die Freiheit des Einzelnen reicht nur bis zur Begrenzung der Freiheit des Anderen. Und wenn der Einzelne auf Kosten der Anderen mit einem Gesetz, das hierfür nicht vorgesehen war, nämlich dem Streikrecht, sich Vorteile verschaffen möchte, mit dem Streikrecht, das in seinem Ursprung die Solidargemeinschaft der Arbeitnehmer gegenüber einer sicher auch früher vorgekommenen Willkür von Arbeitgebern stärken sollte, aber nicht Arbeitnehmer gegen Arbeitnehmer ausspielen sollte,
Das können wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Und ich bin dankbar, dass wir eine Bundesregierung haben, die das heute genau so sieht. Also für uns gilt insgesamt, wir brauchen in den Betrieben eine Ordnung, in der Freiheit und Verantwortung zusammengehören. Wir kennen das doch auch aus rein ökonomischen Geschichten, die unsere Unternehmen manchmal betreffen. Da, wo ein Monopolist am Markt ist, bekommt er Grenzen aufgezeigt. Meine Damen und Herren, das gilt auch für Gewerkschaften, die das Streikrecht nach meinem Verständnis, und das ist jetzt nicht juristisch gemeint, missbrauchen. Wir brauchen Unternehmen, in denen die Tarifordnung in Freiheit und Verantwortung zusammengeführt wird, in der Kooperation, Konfliktlösung und Verlässlichkeit Bestand haben. Meine Damen und Herren, auf diesem Weg bitte ich Sie auch in den kommenden Monaten um Ihre Unterstützung. Vielen Dank.